dann schiebe ich es nicht auf die Strategie, weil es nicht an der Strategie liegt. Es ist wie im Würfelspiel. Ihr habt Ausbrüche und es dreht sofort in die andere Richtung weg. Hört auf, das euch zu erklären. Hört auf, euch hinzustellen und zu sagen, ja, das hat den und den Grund. Nein, hat nicht. Ihr wisst es nicht. So, hallo hier bei dem neuen Video von Bartel Invest. Heute möchte ich mit euch mal ein Thema ansprechen, beziehungsweise ist da, hat mich, oder mehrere Leute haben mich darauf angesprochen und haben gesagt, André, in deinem letzten Vortrag, den du da hattest, das war bei den IB Days, wo es um meine Backtest-Strategie ging, habe ich mit euch einen Chart analysiert, für alle, die das Video gesehen haben, und wo es um Widerstände, Unterstützungen und Trendlinien und das allem ging. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, also ich habe das dann so gezeigt, dass das eigentlich nur ja, dieser Chart aus dem Roulette war, wie halt wie die Kugel gefallen ist. Ne? Das heißt, ist sie auf Rot, war es halt in dem Fall minus 1 und Schwarz war halt plus 1. Ne? Und dadurch ist halt ein Chart entstanden, logischerweise. Und der hat genauso Unterstützungen und Widerstände gehabt und eine Blasenbildung sogar, eine wunderschöne. Und viele haben mich jetzt eben auf dieses Video, haben mich dann angeschrieben und angerufen teilweise und gesagt haben, André, ist das jetzt alles Schwachsinn? Ist alles, was ich gelernt habe über die ganze Markttechnik und was ich gelesen habe und mich informiert habe, ist das jetzt alles Blödsinn? Dieses ganze auf Markttechnik basierende mit Hochs und Tiefs, weil man hat das ja in dem Roulette da genauso gesehen. Da hat sich ja so genauso ein Chart abgebildet und das sah ja genauso aus. Man konnte seine Strategie darauf, sage ich mal, testen und im Ende hat sich dann aber herausgestellt, das hat nichts mit Marktteilnehmern zu tun gehabt. Ne? Diese ganze Trendbildung, die wir da hatten und diese ganzen Widerstände, wo man wirklich denken konnte, Mensch, der wurde angetestet, der Widerstand und ist nach oben abgebrochen. Also man konnte wirklich dann eine richtig gute Analyse daraus machen. Auch Trends teilweise hatten Punkt 3 gebrochen nach einem extrem langen Aufwärtstrend und danach dieser abrupte Einbruch nach unten. Ja, und jetzt ist es natürlich so, dass dann viele sich sagen, ist das alles Quatsch? Ist alles dieser ganze Chart, ne, viele, es sind ja immer mehr Leute, die zu mir kommen und mich fragen und sagen, André, ich komme hier nicht weiter, ich trade jetzt seit 4 Jahren oder ich versuche es zumindest und komme einfach nicht vorwärts. Mir fehlt einfach die richtige Strategie. Und genau dieses Thema ist der Punkt gewesen, wo also mein Trading sich gewandelt hat. Ich bin auch 4 Jahre, ich muss immer lügen, 4 oder 5 Jahre, bin ich jetzt dabei, ich glaube 3 bis 4 Jahre sind es gewesen, oder 3 Jahre, weil es ungefähr 1,5 jetzt, ist egal. 3 Jahre habe ich vor mich hin getradet und ging auch nicht. Ich bin nie profitabel gewesen, ich habe mich informiert, ich bin nie auf Seminaren gewesen, muss ich dazu sagen. Ich habe mich nie da irgendwie von irgendjemandem coachen lassen. Ich habe mich wirklich nur selber informiert und habe viel Schwachsinn gelernt. Habe das als richtig empfunden, was im Nachhinein Schwachsinn war, also für mein Empfinden jetzt Schwachsinn ist. Und ja, ich habe alles probiert und es hat nichts geholfen. Ich habe mich informiert über die Markttechnik, über allem, was wirklich wichtig und gut ist. Dennoch bin ich dadurch nicht profitabel gewesen. Und irgendwann war halt dann der Punkt bei mir angelangt, wo ich dann mit dem Traden erstmal aufgehört habe. Dennoch wollte ich es noch, weil es einfach, ich mag dieses Analysieren, ihr kennt das vielleicht, ne? Dieses Chart schauen, diese abends, diese Vorbereitung auf den nächsten Handelstag und mir hat das Spaß gemacht, ich habe das gern gemacht und diese Trendlinien einzeichnen und den Markt zu analysieren. Es ist Zeitverschwendung, wenn du damit dann kein Geld verdienst. Also das kann ja Spaß machen, wie es will, dann kann man, keine Ahnung, irgendein Analyst werden für irgendeine Zeitung oder was weiß ich. Ihr wisst alle, die Typen bei N24, die sich da hinstellen und nachhinein jeden Chart immer beurteilen können, ja, das lag da und daran und hier kamen neue Zahlen und bla bla. Alles Schwachsinn. Wenn die das wüssten, dass es so geht, die stellen sich da im Fernsehen hin, dann würden sie zu Hause sitzen und traden und Geld verdienen. Ne? Vielleicht tun sie das ja auch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Geld die da verdienen mit dem, was sie da machen, mit ihren Analysen im Fernsehen. Weil wie gesagt, wir wissen, Geld kommt zu Geld, um wirklich mit dem Traden Geld zu verdienen. Dafür hatte ich ja schon mal ein Thema von einem anderen Video. Ich kann jedem eine profitable Strategie zeigen. Also unsere Fakt ist nur raus, er kann sich höchstens damit, die große Masse zumindest, wird sich damit nur ein Taschengeld verdienen können. Weil am Ende geht es immer darum, man braucht erstmal Kapital und nicht wenig.
um wirklich zu sagen, ich will davon leben. Da brauchen wir eine richtig Stange Geld. Das heißt, primär ist dann immer die Frage, wo bekomme ich das Geld her? Ne? Profitabel traden ist nicht mal so das Thema, ne? Weil viele auch sagen, ja, aber wenn es die Strategie gäbe, dann könntest du die ja jedem beibringen und dann wird es ja auch nicht gehen. Dann würden es ja alle machen und dann wird das System, nee, ist es eben nicht, weil der Fakt einfach ist, dass die meisten gar nicht das Geld haben. Die können gar nicht traden, weil die einfach das Kapital dafür gar nicht haben, um so viel Geld damit zu verdienen. Ne? Also die meisten haben ja nur so ein paar tausend Euro. Ne? Und wenn ich sage, wir machen vielleicht 30% mit der Strategie, ja, dann hast du 30 Euro im Jahr verdient oder dann 60 Euro in dem Jahr. Damit kannst du mal schön essen gehen. Es bringt ihm nichts, weil er letzten Endes das Kapital auch dafür braucht. Ist einfach so. Und ja, um auf das Thema jetzt wieder zurückzukommen, dass ich hier nicht abschweife, ja, ging es halt jetzt darum, dass viele sagen, ja, aber was mache ich jetzt? Ne? Wie gesagt, nochmal zurück zu mir. Ich habe mich dann auch hingesetzt, weil ich gesagt habe, es funktioniert nicht. Die ganze Markttechnik, diese ganzen Charts analysieren, es macht mir Spaß, aber ich verdiene kein Geld. Was mache ich jetzt? Also, ja, habe ich damals angefangen, ein Demokonto wieder zu traden, weil ich Regeld so viel verzockt habe. Ist eh der größte Schwachsinn. Wenn ihr nicht profitabel seid, hört auf, mit Regeld zu traden. Man hat mal so einen kurzen Impuls, wo es läuft. Man hat mehrere Gewinntrades in Folge und denkt, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und dann knallt es auf einmal wieder nach unten weg. So, ne? Und dann fangen die sofort mit Regeld an, weil ich denke, jetzt kann ich es. Und dann geht es eben nach unten weg und das war's. Ne? Aber das machen wir jetzt, kleinen Test in Form von Würfeln. Und ihr werdet sehen, wenn ich würfel und ich habe nur zwei Farben, es wird der Punkt kommen, wo einfach fünfmal oder zehnmal oder noch mehr die Farbe schwarz kommt oder die Farbe rot. So, und da könnt ihr auch eine profitable Strategie haben. Es wird irgendwann zehnmal rot und zehnmal schwarz kommen. In Form nach oben und in Form nach unten. Das heißt, ihr werdet entweder richtig krass abkassieren, aber genauso mal richtig heftig verlieren. Und das ist einfach so. Das muss man akzeptieren. Aber langfristig wird das nie sein, dass ihr einfach, keine Ahnung, hier 100 Mal Verlusttrades macht oder 100 in Folge hintereinander. Das wird nicht passieren. Das ist wie ein Lottogewinn fast. Das kommt nicht vor. Das wird nicht passieren. Allerdings habt ihr auch Gewinntrades und die müssen halt größer sein. Und damit kompensiert ihr das. Weil im Endeffekt könnt ihr genauso 100 Mal Profit machen, Trades in Folge. Es ist immer 50-50 irgendwie, auch im Chart. Und darauf habe ich meine Strategie dann irgendwann ja, programmiert für mich im Kopf, weil ich einfach gesagt habe, okay, die beste Strategie, hört man immer wieder, ist die klassische Buy-and-Hold-Strategie. Kaufen, halten. Das hat sich rausgestellt, das haben keine Ahnung, wie viele Institute getestet, geprüft, gemacht, getan, was weiß ich. Man liest es immer wieder, man hört es immer wieder, Buy-and-Hold. Diese ganze Stop-Nachzieherei, wie man es überall liest, am Punkt 3 und nachziehen, es ist Blödsinn. Also keine Ahnung, vielleicht funktioniert es bei dem einen oder anderen, bei mir klappt es einfach nicht. Tut mir leid, wenn du dazugehörst, dann ja. Ne? Und genau, deswegen, wie gesagt, bei mir hat es nicht funktioniert. Und deswegen habe ich gesagt, okay, du brauchst eine Kombination aus diesem Buy and Hold, aber gleichzeitig willst du natürlich ja, nicht der Investor sein, der einfach die Aktie kauft und hält, weil damit verdiene ich kein Geld. Das ist eigentlich für mich nur eine Anlagestrategie, dass da sowas kommt wie Telekom damals oder Apple oder was weiß ich. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering, dass ich dabei bin. Ich will ja traden, ich will ja Trader sein, ich will ja regelmäßig ein Einkommen verdienen. Also kann es einfach nur wie eine Aktie Buy and Hold nicht sein. Wie kann ich das auf Trading machen? Wie kann ich da mit dem Hebel arbeiten und dennoch diesen Vorteil aus Buy and Hold verwenden und dennoch Trends nutzen, um viel Geld zu verdienen? Ja. Darüber habe ich mir damals Gedanken gemacht und habe da getestet, gemacht, getan und habe eben meine Handelsstrategie für mich entdeckt, die jetzt funktioniert. Jetzt verdiene ich im Jahr 30%. Und mehr, also es schwankt natürlich, kommt auf das Jahr drauf an. Ich kann jetzt erst 2 Jahre zurückrechnen bei mir, die ich jetzt profitabel bin. Aber durch Backtests in anderen Jahren habe ich auch schon gesehen, dass die Strategie immer funktioniert hat. Es schwankt halt zwischen, teilweise waren es nur 20% hoch bis, ich hatte schon über 80% gehabt, erlebt. Aber das ist halt nur ein Backtest. Real kann ich immer nur auf die letzten 2 Jahre von mir reden. Aber heute will ich euch einfach mal zeigen, wie ist das denn jetzt mit dem Chart? Das heißt, wir werden jetzt mal einen Würfel nehmen mit zwei Farben. Ich filme das und wir werden mal schauen, vielleicht mal 100 Mal den Würfel jetzt werfen. 100 Mal und werden das mal dokumentieren. Dann machen wir auch rot, böse Farbe, minus 1, schwarz, plus 1.
So, das werde ich jetzt in der Excel-Doku einfach mal dokumentieren. Das ist die Excel, die ich für unsere Backtests auch immer für mich verwende, weil ich meine Strategie immer wieder versuche zu optimieren mit Backtests, auch Lang-Backtests. Das sind manchmal nur minimale Optimierungen, die aber auf die Masse in dem Jahr mehrere Prozente machen können. Und genau diese Excel verwenden wir jetzt einfach mal und werden einfach mal den Würfel werfen. Gucken wir uns einfach mal an, was da für ein Chart entsteht. So, weil wir können natürlich nicht den Würfel, den Chart, der durch einen Würfel entsteht, natürlich 1 zu 1 mit einem Chart, der von natürlichen Personen, also den Leuten, die Aktien kaufen, verkaufen, können wir das, kann man nicht vergleichen. Primär ist es irgendwie genauso. Es sieht, ihr werdet die gleichen Muster erkennen. Ihr werdet eure Dreiecke sehen. Ihr werdet Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ihr werdet das alles auch erleben. Und darauf will ich einfach zeigen, das machen wir dann aber am Ende, werde ich darauf nochmal eingehen, wenn wir das mit den Würfeln gemacht haben, dass das im Bereich von Finanzmärkten in Charts vorkommt und eben in diesen Roulette oder in diesen Würfeln kommt eins zu eins dasselbe vor. Das heißt aber nicht, dass man das eins zu eins jetzt spiegeln und vergleichen kann und sagen kann, das ganze Markttechnik ist Schwachsinn. Nein, ist es nicht, weil viele Leute darauf achten und Trends darauf aufgebaut werden. So, und wenn ich natürlich einen Trend habe, dann stelle ich mich nicht dagegen, weil der Trend hat im Finanzmarkt einen gewissen Grund. So, wie eine Person, die schlecht gelaunt ist, die wird im nächsten Moment immer noch schlecht gelaunt in dieser Sekunde. Man ändert sich von jetzt schlechte Laune und sofort Yippie. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich habe gerade ein Lotto gewonnen, ja, dann klar, ne? Dann ändert sich das abrupt in dem Moment. Kommt eher selten vor. Und also Lottogewinne. Und aber was ich eben zurück wollte, ist, dass es da schon gewisse Unterschiede gibt. Und diese Unterschiede habt ihr nur im Trading. Und dadurch könnt ihr im Trading Geld verdienen. Ihr müsst aber immer im Hinterkopf behalten, nicht alles, was ihr im Chart seht, könnt ihr erklären. Im Gegenteil, so gut wie nichts könnt ihr erklären. Ihr habt teilweise die geilsten Trends, ihr habt eine Korrektur und dann bricht ihr aus der Korrektur aus und denkt, ja, muss doch jetzt laufen und dann macht das nicht. Und ihr könnt das nicht erklären. Das ist dann müsst ihr einfach an diesen Würfel zurückdenken und sagen, es liegt an dem Würfel. Das ist genau dasselbe Prinzip. Ihr könnt nicht alles erklären. Es spielen zu viele Faktoren eine Rolle in den ganzen Trading, Finanzmärkten. Es ist einfach zu viel, was ihr nicht erklären könnt. Ihr müsst eigentlich, da ihr das Kapital nicht habt, die Märkte zu beeinflussen, könnt ihr immer nur mit dem Strom schwimmen. Und das hilft euch nicht, wenn ihr mit Stoppsetzung da alle vor zu lang anfangt und da irgendwie aggressiv hinterherzieht. Es bringt nichts. Also mir hat es nichts gebracht. Wenn ich jetzt gerade dich anspreche und du jetzt sagst, Moment mal, Alter, ich verdiene hier richtig Geld und ich ziehe meine Stops aggressiv nach und arbeite, dann Glückwunsch, dann bitte melde dich bei mir. Ich schaue mir das mal an. Vielleicht kann ich dann was mehr abkopieren. Vielleicht bin ich dann noch profitabler. Vielleicht läuft es dann besser. Also mir hilft es nicht. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, ja, bei mir läuft es aber auch nicht, dann kann ich dir vielleicht sogar helfen. Aber darum geht es heute nicht. Es geht jetzt um den Chart. Deswegen werden wir uns jetzt mal hinsetzen, werden jetzt mal den Würfel werfen, machen wir uns mal 100 Mal, dokumentieren das und dann gucken wir uns den Chart mal an und dann versuchen wir das vielleicht mal mit einem richtigen Chart aus dem DAX zum Beispiel, einfach mal so ein bisschen abzugucken, wo entstehen, wo sind vielleicht gewisse Ähnlichkeiten vorhanden, was sieht gleich aus. Oder ja, wo sind halt hier die Unterschiede? Ne? Und genau, wir machen das einfach mal und dann sage ich, sprechen wir einfach danach mal darüber. So, dann habe ich jetzt hier mal meinen Würfel. Wie ihr seht, der ist jetzt hier oben rot. Also ich habe jetzt hier eigentlich draufgeklebt gehabt aus Papier die Farben. Problem ist nur gewesen, die Ecken hingen ein bisschen, standen ein bisschen ab und ja, bevor dann jemand hier in die Kommentare schreibt, der Würfel, der wurde ja beeinflusst im Rollen, habe ich mir gedacht, okay, dann ja, machst du das, ziehst du das ganze Papier wieder ab. Beim Abziehen sind natürlich so diese ganzen kleinen weißen Fransen hängen geblieben und ja, darauf konnte man ganz gut malen, weil ich dachte, die Farbe hält wahrscheinlich nicht drauf. Aber wir haben jetzt hier, ihr seht, schwarz, auf der Gegenseite haben wir rot, hier haben wir rot. Auf der Gegenseite schwarz, schwarz, Gegenseite rot. Also immer gegenüberliegende Farbe ist halt die andere Farbe. Ne? Also, dass das hier schön gleichmäßig ist. Gut, das ist unser Würfel. So, dann haben wir hier auch unsere Excel-Tabelle. In die werde ich das jetzt eintragen. Also in Form einfach hier immer minus 1. Ich trage das jetzt hier untereinander ein.
Da habt ihr hier zum Beispiel 1, 1, keine Ahnung, minus 1. Und so werden wir das halt jetzt hier eintragen. Und müsst halt gucken, jetzt hier oben diese Gewinn-Verlust-Verteilung jetzt, okay, die sind jetzt immer rot, weil normalerweise müsst ihr jetzt Gewinn eintragen. Uns geht es aber jetzt wirklich hier nur um den Chart. Deswegen tragen wir das einfach jetzt hier so nach unten hintereinander weg ein, dass wir einfach nur schauen, wie schaut der Chart aus, wie entwickelt sich der Chart. Nur der interessiert uns jetzt. Und genau, ich würde sagen, da fangen wir direkt mal an. Also wir haben jetzt unseren Würfel und schwarz ist wie gesagt plus 1 und rot ist eben minus 1. Und ja, schauen wir mal, wie viel wir machen. Vielleicht schaffe ich wirklich 100, wenn ich jetzt die Lust habe und mich ja, die Muse küsst. Aber wir probieren es einfach mal aus, wie weit wir kommen. So, also haben wir jetzt hier 1, 1. Ja, okay. Lass mal gelten. Auch im Trading kommt sowas vor. Da rollt man mal stärker, mal weniger. Es ist ja wirklich hier nach Zufallsprinzip. Und ihr seht es noch, wir haben wieder 1. Jetzt haben wir schon 4 mal schwarz. Wieder 1. Okay, jetzt wird es gruselig. Wieder eine 1. Jetzt tun wir nochmal hier, weil jetzt haben wir mal minus 1. Minus 1. Plus 1. Plus 1. Minus 1. Minus 1. Plus 1. Plus 1. Minus 1. Plus 1. Plus. Jetzt, warte, ich hole den vor. Minus 1. Plus 1. Plus 1. Ist ja blöd, wenn der aus meiner Kamera abhaut. Aber ich verspreche euch, ich hole ihn vor. Plus 1. Plus 1. Okay, ihr seht, der Chart irgendwie, ja, entwickelt sich einfach hier nur nach oben. Minus 1. Aber mich würde es nicht wundern, früher oder später geht es halt mal in die andere Richtung. Plus 1. Plus 1. Das ist schon wirklich, also. Und jetzt ist er runtergefallen. Okay, machen wir noch neu. Plus 1. Plus 1. Ihr seht es wirklich, es wird jetzt echt, ja, wenn ihr euch mal den Chart anschaut, das ist jetzt schon krass. Wir haben hier fast nur Schwarze und ich verarsche euch nicht. Hier ist wirklich, ihr seht, hier ist rot und hier haben wir Schwarze. Also es ist ja wirklich immer die gegenüberliegende Seite. Also es ist wirklich, ja, wie verhext. Wir haben wieder Schwarz. Ja, also ich kann hier wirklich minus 1. Plus 1. Plus 1. Also ich tue hier wirklich wieder plus 1. Ich tue hier wirklich in meiner Hand hier rum und hau den einfach nur hin. Und dennoch haben wir hier plus 1. Es ist wirklich krass. Also es ist. Es geht einfach momentan nur nach oben. Es ist wirklich Wahnsinn. Und das ist jetzt angenommen mal eurer Showdown. Angenommen, zum Beispiel. Es könnte aber andersrum sein. Es könnte genauso gut sein, ihr sagt, es ist eure Gewinnphase und denkt ihr, Mensch, ich bin der absolute. Hier schon wieder, das gibt's ja nicht. High-End-Trader hier. Ich bin der absolute Vollprofi hier im Traden. Und der andere, der die gleiche Handelsstrategie vielleicht hat, nur irgendwie den Markt immer genau andersrum sieht, der sagt dann, ey, wieso? Bei mir rast hier nach unten weg, ne? Ich habe die ganze Zeit Verluste. So, jetzt haben wir wieder plus 1. Minus 1. Plus 1. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. In dem Video hier. Nicht, dass ich mich aus Versehen hier mal vertippt habe.
Aber ich schaue mir das im Nachhinein ja eh an das Video und kontrolliere das dann. Zur Not gleiche ich das dann aus. Plus 1. So, jetzt guckt euch mal den Chart an. Jetzt könnten wir eine erste Analyse machen und sagen, oh ja, da haben wir oben so eine Umkehrsignal gehabt. Ich zeige es mal hier. Haben wir ja einen Bruch an dem Punkt 3, eine Doppeltop, ne? Nochmal nach unten, prüft nach oben. Wir haben eine Seitwärtsphase. Die Marktteilnehmer sind jetzt gerade nicht ganz schlüssig. Also ihr seht, hier kann man sich schon mal zusammendichten. Mich würde es nicht wundern, wenn es jetzt tatsächlich auch noch wirklich bergab geht. Wieder plus 1. Minus 1. Minus 1. Plus. Minus. Plus. Ah ja, ihr seht ihn ja, okay. Plus. Minus 1. Plus 1. Jetzt, so hätte ich mir 50-50 vorgestellt. Eine ziemliche Seitwärtsphase hier. Geht gerade nichts so richtig vorwärts. Aber dass der Anfang natürlich so rapide nach oben geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Minus. Minus 1. Minus 1. Minus 1, plus 1, minus 1. Und ihr stellt fest, die Marktteilnehmer oben haben jetzt eine Blasenbildung, nee, ganz klar zu erkennen hier. Hier haben wir einen Doppeltop, ne? Hier einen Kanal. Man sieht eine Dreieckbildung hier oben da. Ein Dreieck, was jetzt nach unten durchbrochen wurde. Und, Leute, man kann sich hier alles reimdichten, wenn man das will. Man hat hier klar, hier viel Käufer, Blasenbildung, jetzt die ersten Marktteilnehmer kaufen ab, eine Unsicherheit im Markt. Und ich mache jetzt mal so ein bisschen auf hier N24 Reporter, ne, also nicht böse sein. Und ich kann es ein bisschen übertreiben. Ich habe auch nicht so weiße Zähne. Das war jetzt keine Anspielung auf jemanden. Okay, wir machen einfach weiter. Ja, und wir haben hier Seitwärtsphase und die Marktteilnehmer verkaufen jetzt ihre Position und jetzt können sie hier nach unten abrasen, aber wir schätzen hier mit einer Korrektur und bla bla. Okay, wir machen einfach mal weiter. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Halt, ihr seht nicht. Plus 1, ihr seht ganz klar, das war eine Korrektur. Ah, jetzt testet er nochmal, ne, den Widerstand. Ah, wieder ran, den Widerstand oben dran. Und jetzt durchbricht er ihn nach oben. Halt, bleibst du hier, jetzt hört mein Chart ab. Okay. Achso, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt bin ich hier unten angekommen, mein Diagramm ist hier oben. Mal gucken, kann ich das einfach hier runterziehen? Jawohl, sehr gut. Hol ich das mal hier runter. So. Okay. Bisschen weiter runter. So. Okay. Dann haben wir ihn wieder drauf. Okay. Also, der Markt durchbricht den Widerstand nach oben. Wir müssen jetzt damit rechnen, dass absolute die Käufer wieder einsteigen. Er chart jetzt oder der Markt nach oben durchbricht. Bla bla bla. Machen wir einfach mal weiter. Tatsache, wir haben hier einen absoluten Durchbruch nach oben. Das ist ja faszinierend. Minus 1. Minus 1. Minus 1. Plus 1. Wenn ihr euch wundert, was das hier ist, übrigens, das ist mein Stativ. Ich denke, das ist ein Magnet, der das beeinflusst. Bestimmt welche, die das dann denken. Ja, also wir haben eine Korrektur im Markt, jetzt höchstwahrscheinlich gerade am Fibonacci angekommen, am 50er Retracement. Jetzt müsste der Markt eigentlich wieder steigen. Ne? Naja. Okay, machen wir einfach mal weiter.
Ja, bleibst du hier. Minus 1. Ja. Minus 1. Okay, er testet jetzt höchstwahrscheinlich nochmal den 61er Retracement. Ah, er fällt immer noch weiter. Ja, okay, dann lassen wir trotzdem gelten. Auch wenn ich jetzt Scheiße geworfen habe. Und oh je, er bricht den Punkt 3. Wir müssten mit massiven Ausbrüchen jetzt nach unten rechnen. Nein, ja, er testet ihn nur. Er scheint zu halten, er scheint zu halten. Ja, und jetzt testet er ihn erneut. Ah, es ist ein absolutes Hin und Her. Und jetzt der Durchbruch am Punkt 3. Ich wäre bekloppt. Der Markt bricht jetzt höchstwahrscheinlich ein. Die ganzen Verkaufsordern werden jetzt ausgeführt. Die ganzen Short-Leute sind jetzt dabei. Habe ich das Plus gemacht? Ich habe Plus gemacht, okay. Ja, genau. Die ganzen Shorts sind dabei. Wahrscheinlich haben wir noch einen hier. Minus 1. Alle, die jetzt flätzen, müssten es jetzt sehen. Jetzt wird verkauft. Jetzt muss es einfach nach unten gehen. Und der Markt bricht weiter nach unten weg. Wir haben hier einen leichten Widerstand. Wahrscheinlich nochmal eine Korrektur zurück an den Punkt 3. Er testet ihn höchstwahrscheinlich nochmal. Absolute, bleibst du hier, absolute Unsicherheit in dem Markt. Ich hätte so Fußball vielleicht sogar hier so ein Typ werden sollen, der den Fußball hier so kommentiert, ne? Wäre doch was gewesen. So, machen wir weiter. Okay, und der Markt steigt wieder nach oben. Es ist ein absolutes Hin und Her und es geht weiter nach unten. Es ist eine Talfahrt nach unten. Die Marktteilnehmer wollen einfach das Ding verkaufen. Die wollen die Aktie im Keller sehen. Diese Verbrecherfirma muss sterben, hätte ich jetzt gesagt. Muss bankrott gehen. Ich kann auch ganz schön die Scheiße quatschen. Ja, jetzt werden einige denken, endlich sieht das ein. Ihr mich auch. Plus 1. Ja, es geht bergab. Ne? Wir haben hier leichte Korrekturen im Markt. Ich wollte eigentlich nur 100 Trades machen. Jetzt sind wir schon drüber, aber ich bin gerade so geil drin. Dann mache ich weiter. Es geht hier weiter nach oben. Upp, bleibst du hier? Plus 1. Na, mein Gott, immer haut er ab. Ja, jetzt kommt bestimmt nochmal eine Korrektur nach oben, eine leichte, und dann der nächste Durchbruch nach unten. Aber wahrscheinlich geht es jetzt gleich nach oben, weil ich zeichne es gleich mal ein. Moment, hier, ich mache gleich mal eine technische Analyse. Warte mal. Wir haben ja hier einen ganz wunderbaren Trendkanal, der jetzt hier nach oben durchbrochen wurde. Höchstwahrscheinlich jetzt eine Korrektur nach oben an diesem Punkt und bricht dann wieder nach unten weg. Ja. Warum? Weil die Marktteilnehmer das so wollen. Und weil ihr euch das einredet, dass ihr damit jetzt ganz viel Geld verdienen könnt. Und deswegen verlieren 95%, weil die alle ne rational denken am Trading. Aber naja, das werden wir dann, wenn wir fertig mit Würfeln sind, mal ansprechen, das Thema. Genau, minus 1. Ja, das ist eine absolute Talfahrt. Aber wir sehen, wir kommen langsam wieder zurück an unseren ursprünglichen Einstieg. Ja, die Blase oben ist geplatzt, es geht bergab. Woran liegt es? Liegt es an meiner Hand, wie ich werfe? Liegt es an den Marktteilnehmern? Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Aber eins sage ich euch, es ist wirklich scheißegal. Wir können das oben Roulette machen, der Chart sieht genauso aus. Wir haben Blasenbildungen, wir haben absolute Trends in in beide Richtungen. Muss mal gucken, dass ich mich nicht in meinem Wahn hier verdrücke. Hab ich hätte echt gedacht, ich brauche da länger irgendwie hier, dass ich das irgendwie hier mit, ne, mit dem Koordinieren, aber ich klappe ganz gut, ich krieg's ganz gut hin. Ich dachte, das dauert vielleicht zu lange und ich muss das Video dann spulen. Aber das klappt doch ganz gut. Ja, mehr, also es sieht ganz stark jetzt hier nach einer aktuellen Korrektur aus. Halt, ich muss den Chart wieder runterziehen. Sonst, na, haut er mir hier aus dem Bild ab.
So, also wir machen jetzt mal eine technische Analyse. Ne? Wir haben hier wieder einen Doppelboden, ganz klar. Das wird jeder Marktteilnehmer sehen müssen, dass hier die Kauforders liegen. Da muss der Ausbruch nach oben kommen. Das ist ganz klar, ganz offensichtlich. Wahrscheinlich ziehen wir uns einen Fibonacci hier wieder so am 61er Retracement und dann fällt er höchstwahrscheinlich wieder. Schauen wir mal, ob er fällt. Schönes Wetter haben wir aber heute. Ich wollte eigentlich draußen ein bisschen sitzen, aber dann ist mir das hier eingefallen, weil mich so viele Leute auf das Video hier angesprochen hatten letztes Mal, dass ich das jetzt hier machen muss. Sonst würde ich eigentlich jetzt hier draußen liegen. In der Sonne. Was ich denn alles für euch mache. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Und keiner dankt mir. Ups. Nee, war ein Spaß. Ich mach's ja gerne. Ja, wie viel machen wir jetzt hier? Machen wir jetzt, keine Ahnung. Ich könnte das jetzt hier stundenlang machen. Ich bin hier gerade so geil im Rhythmus. Wir haben Durchbruch da oben. Ich fasse es nicht, doch nicht. Alle Marktteilnehmer dachten, es geht jetzt hier weiter und bergab und halt. Okay. Aber nein, es geht wieder hoch und wir haben auch gerade. Jetzt lassen wir mal schnell eine Analyse machen. Ja, ich glaube, wir haben den Punkt, das Hoch durchbrochen. Ja, einige gehen jetzt wieder flat, sie wissen nicht, ob long oder short, sie haben keine Ahnung, sie können sich nicht entscheiden. Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich in eine Seitwärtsphase übergehen. Bla 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 bla. Fakt ist, Leute, es ist scheißegal. Na, ja, jetzt ist runtergefallen. Bumm, jetzt liegt Boden im Dreck. Die Firma ist bankrott. Okay, ich habe ihn wieder. Minus 1. Plus 1. Ja, ist klar. Ihr seht es ganz klar, warum. Es ist ein Widerstand. Der muss ja hier hängen bleiben. Ist so, weil der Würfel weiß das ja. Der weiß ganz genau, ach, ich bin an dem Widerstand. Ich muss jetzt hier ein bisschen seitwärts rollen. Ne? Weil, ne, ist ja ein Widerstand. Ne? Naja. Ja, ganz klar. Das ist ganz klar. Ja, oder? Kommt doch der Durchbruch nach oben. Einige sind jetzt wahrscheinlich short gegangen, weil sie dachten, der Widerstand, er bricht nach unten und es geht doch nach oben weg. Warum ist das so? Ganz klar, die Kauforders, hätte ich was gesagt. Ich kann hier nicht so mein Sächsisch verfallen. Die Kauforders sind natürlich jetzt hier ausgeführt worden. Wo ist so schlimm sächslich gar nicht, oder? Hoffe ich zumindest. Ich gebe mir Mühe. Na, Alter, ihr seht es ja gar nicht. Plus 1. Ja. Der Markt bricht nach oben durch. Ganz massiv. Halt. Habe ich minus 1. Jetzt haben wir es. Naja. Es mag blöd klingen, aber es macht langsam Spaß. Ich bin jetzt so richtig in meinem Rhythmus drin. Ich habe minus 1. Gerade so richtig in dem Rhythmus hier drin, dass es Laune macht. Bah, stopp! Was haben wir da? Wir haben einen Bruch an diesem Punkt 3, der gebrochen wurde. Auch eine Trendlinie hätte man hier einzeichnen können. Die wurde ganz klar hier gebrochen. Ja, also, wir sehen es, minus 1. Habe ich den jetzt schon eingezeichnet? Habe ich den? Habe ich den nicht? Habe ich den? Habe ich den nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, gell? Nee, habe ich nicht. Ich mache einen. Ja, ganz klar. Jetzt geht's ab nach unten. Ganz klar. Jetzt geht's ab. Alle Shorten. Nochmal kurzes Retest. Kurzen Retest. Und jetzt jawohl, geht es weiter nach unten. Das war offensichtlich. Das hätte jeder sehen müssen. Jeder hätte das jetzt sehen müssen, dass es jetzt hier Short geht. Das ist ganz klar. Ganz klare Sache. So, ich würde euch jetzt gerne fragen wollen, wenn ihr keine Lust mehr habt. Blöd nur, dass es hier nicht live ist. Ja, kann ich gar keinen fragen, außer mich selber. Ich könnte meine Hunde fragen. Ich habe übrigens zwei Zwergpinscher. Ja,
Ich zeige sie dann mal später, versprochen. So. Jetzt haben wir schon hier über 200 mal gewürfelt. Das war eigentlich nie geplant so lange. Ich würfel jetzt auch schon seit 22 Minuten. Ist schon krass. Aber das ist gut, dass ich Spiel habe. Neben mir. Dann ist es erträglich. Jetzt fragen alle, was hat denn der für Bier? Halt. Was trinken der für Bier? Das ist Heimatbier. Ja, ich zeig's schnell. Ja, es ist Radeberger. Das sind die, die immer sonntags die Filme bei ProSieben vorstellen. Okay, weiter geht's. Ach ja. So, mir fällt dir gar nicht mehr ein hier. Ja, was haben wir denn wieder hier? Bla bla. Ich weiß nicht, wie machen die das bei N24? Die müssen ja. Jetzt ist wieder abgestürzt. Ja. Die bei N24 hier, die müssen sich da auch jeden Tag hier irgendwas einfallen lassen, warum das jetzt hier so ist, wie es gerade ist. Die haben da immer ganz logische Schlussfolgerungen. Das war ja immer so klar bei denen, dass das so war, weil ja irgendwie da irgendwelche Wirtschaft wieder runtergefallen. Irgendwelche Wirtschaftsnachrichten halt minus eins da gekommen sind, und das war ja mal alles ganz offensichtlich. Aber die müssen sich ja jeden Tag da irgendwas einfallen lassen. Das fällt mir jetzt schon schwer. Aber trotzdem, allein schon, dass ich das so schön für uns hier analysiert habe, wie so ein Fußballmoderator, habe ich doch hier bestimmt mal einen Daumen oben verdient für das Video. Wenn man natürlich Ahnung hat von dem, was ich mache. Aber irgendwie, ja, da habe ich selber keine Ahnung, was ich hier mache. Nein, Quatsch. Gut, ich höre jetzt langsam mal auf hier, bevor ich noch mehr so eine süßes Zeug quatsche. Halt, das ist rot, das sieht man nicht. Ja, hören wir uns einfach mal auf, weil das dauert mir sonst zu lange. Gut, schauen wir jetzt uns mal den Chart hier an. Also, wir hatten hier extrem massive Kaufkraft in den Märkten. Also, ne, das ist gerade eine neue Emission gewesen. Das ist einfach klar. Alle waren scharf drauf. Das lasse ich mir jetzt einfallen hier. Die Bartel Investe Aktie zu kaufen. Ein massiver Bruch nach oben. Und ja, und jetzt hier die erste Blasenbildung. Keine neuen Käufer im Markt. Ja, und alle dachten jetzt hier am Punkt 3 kommt der große Durchbruch. Aber nein, es war nur die Korrektur in der höheren Zeiteinheit natürlich. Und ist jetzt diesen massiven Sprung nach oben gemacht, hatte neues Hoch gemacht. Aber da wieder massiver Abbruch nach unten am Punkt 3. Alle haben verkauft. Und jetzt hier diese Seitwärtsphase mit diesem Doppeltop. Es ging natürlich nach oben weg. Leichtes hier, Tendenz wieder seitwärts am 50er Retracement. Einige sind wahrscheinlich hier schon wieder short eingestiegen. Aber dennoch der massive Bruch dann nach oben nochmal ein am Widerstand. Eine Seitwärtsphase, die dann nach oben, weil natürlich hier die ganzen Kauforders liegen, ganz klar durchbrochen ist. Alle, die flat waren, sind jetzt eingestiegen. Alle, die ihre Stops liegen hatten, sind jetzt hier ausgestoppt worden. Es musste einfach ein massiver Bruch nach oben stattfinden. Und ja, auch hier eine Blase und abrupt nach unten am Punkt 3 gebrochen, nach unten durchgeknackt, und jetzt lief es hier seitwärts. Und ja, genau. Der Bordel, ne, der kann ohne Scheiße quatschen. Ja, genau. Naja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Ne? Jetzt schaut es halt so aus, wie es halt hier auf dem Monitor ist. So, naja, was machen wir jetzt daraus? Nix. Was lernen wir daraus? Ohne. Leute, es ist einfach so, der Markt, ihr könnt nicht alles erklären, was da ist. Es gibt sehr viele gute Bücher zum Thema Trading und Markttechnik. Dennoch dürft ihr euch nicht darauf versteifen und dann sauer sein, wenn es nicht funktioniert. Aber dazu gleich mehr. So, was haben wir jetzt daraus gelernt? Punkt 1. Der Bartel kann ganz schön viel Scheiße quatschen. Ja, kann ich, wenn ich will. Und nein, also bleiben wir mal realistisch jetzt und kommen wir leider auf die Tatsachen zurück. Ihr könnt im Trading eben nicht alles erklären. Hört auf mit diesen ganzen Widerständen, Unterstützungen. Es ist
nicht ganz so einfach, dass da Punkt 3, ihr seht es ja selber wahrscheinlich im Trading, dass es eben nicht so einfach ist, dass das halt da immer funktioniert und dann kommt da die großen Ausbrüche. Natürlich habt ihr da auch die großen Ausbrüche. Zum Beispiel, ihr sagt jetzt, so bin ich ja, weil ich handle auch nach Markttechnik. Man mag es ja kaum glauben, jetzt nach dem, was ich hier gerade gewürfelt habe, aber ja, weil es natürlich logisch nur ist. Zum Beispiel, wir haben den Trend. So, den Trend will ich handeln. Logischerweise, weil ich davon ja ausgehe, dass er fortsetzen ist, weil wir wissen, okay, in den Finanzmärkten haben Trends den Grund, weil eben gerade überwiegend die Marktteilnehmer gut gelaunt sind, dem Unternehmen geht es gut, was weiß ich. So, und da stelle ich mich nicht dagegen, vollkommen logisch. Ne? The trend is your friend. Okay, und auch wie bei den Würfeln habt ihr Korrekturen drin. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Dieses Rauschen, das ist normal, das habt ihr am Trading sowie in diesem Würfelspiel. Und genauso habt ihr massive Ausbrüche, ne? Auch in beiden Kategorien. So, und mein Einstieg ist ja auch in der Korrektur an dem Punkt 3. Aber warum, wenn man sagt, okay, das ist ja Blödsinn, weil er zwangsläufig, wenn er dreht, da vorbei muss. Geht ja nicht anders. Er muss ja da irgendwie dran vorbei, an diesem Punkt 3. Irgendwie muss er ja darüber. So, und das ist für mich einfach ein Einstieg, auch weil ich einfach denke, okay, da ist jetzt mal mit dieser Bewegung Schluss. Wenn der mich aber ausführt und wieder ausstoppt, dann schiebe ich es nicht auf die Strategie, weil es nicht an der Strategie liegt. Es ist wie im Würfelspiel. Ihr habt Ausbrüche und es dreht sofort in die andere Richtung weg. Hört auf, das euch zu erklären. Hört auf, euch hinzustellen und zu sagen, ja, das hat den und den Grund. Nein, hat es nicht. Ihr wisst es nicht. Ihr wisst es nicht. Ihr habt keine Ahnung, warum der da dreht und dann doch euch nur wegfischt. Das liegt am Broker wahrscheinlich auch, sagen einige wieder. Ja, der hat mich da weggefischt. Gibt es auch, ja. Also auf gar keinen Fall will ich nicht leugnen. Es gibt wirklich solche Leute, die das gern machen, aber es liegt nicht primär daran. Ihr seht es ja da, ihr seht es in dem Würfel, ihr seht es in dem Roulette, es ist dasselbe. Ihr habt genau dieselbe Chartmuster. Es geht wirklich nur darum, der Einstieg im Trading macht 10% aus. Es ist wirklich so, es ist nicht viel. Meine Handelsstrategie, wie gesagt, ich habe das letzte Video auch gesagt, ich habe jemanden, den habe ich damals beim Coaching gehabt, der ist jetzt beim Trading richtig gut dabei, hat teilweise bessere Performance als ich, weil er auch teilweise viel mehr tradet als ich. Aber seine Einstiege sind teilweise ganz anders wie meine. Also grundlegend auf meine Strategie, die ich ihm damals gezeigt habe, ist die auch. Nur vom Trendrichtung her hat er ein bisschen anderes Gefühl wie ich. Aber im Endeffekt ist er genauso profitabel, weil meine Trefferquote liegt auch bei 50%. Deswegen ist es halt manchmal so, dass ich sage, im Grunde ist es fast schon wieder scheißegal, in welche Richtung du handelst. Weil, wie gesagt, trotzdem habe ich meine Analyse, ich halte meinen Trend, auch wenn ich einen Trend nicht immer erwische. Aber am Ende spielt es auch nicht wirklich so die Rolle. Wichtig ist nur, wenn ich eben den Trend doch richtig liege, erwische ich eben diese guten Bewegungen, die Bewegungen, die mir Geld bringen. Weil in der Regel ist die 50% meiner Trefferquote ist ungefähr ein R Gewinn und minus ein R und die switchen sich auf plus minus null. Alles, was drüber ist, das macht die Performance aus bei mir. So, und das könnt ihr nur im Trading machen, nicht wie im Roulette. Wenn ihr im Roulette zum Beispiel jetzt richtig liegt und die Kugel fällt, habt ihr keine Möglichkeit, den Gewinn zu erhöhen. Ihr kriegt nur eins. Und im Trading habt ihr da aber schon die Möglichkeit. Genau. Und ja, ich hoffe, das war es im Grunde jetzt auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt das irgendwie ein bisschen näher bringen und zeigen und erklären. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie bitte in die Kommentare unten schreiben. Mache ich gerne noch ein Video dazu, wenn ihr da irgendwie noch andere Sachen wissen wollt. Und genau. Wie gesagt, wenn ihr weiteres wissen wollt, auch gerne, wie gesagt, einfach eine E-Mail an mich schreiben. Einfach auf meine Website gehen, www.bartel-invest.de. Und genau. Dann hoffe ich, ich konnte euch helfen oder kann euch vielleicht noch helfen. Und dann wünsche ich euch good trades. Immer realistisch bleiben im Trading. Immer zurückerinnern an den Würfel, an das Roulette. Hört auf, alles im Chart zu erklären. Bringt nichts, ihr wisst es nicht. Wichtig ist nur, wie ihr eure Stops verwaltet. Da passieren die meisten Fehler. Und wie ihr eben die Gewinne größer bekommt als die Verluste. Nur darum geht es. Der Einstieg, darüber machen sich alle Gedanken. Oh, ich muss richtig einsteigen. Ist nicht so wichtig. Gut, dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. So, danke fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du weitere Videos sehen möchtest, kannst du direkt unter diesem Video einfach auf Abonnieren klicken oder bei deinem Smartphone auf Abonnieren und direkt danach Benachrichtigung aktivieren. Dann wirst du immer einer der Ersten sein, der unsere neuen Videos sieht.